Ich würde an dieser Stelle mal anfangen, und zwar mit Michael Hilz aus München. Guten Mittag und Ihre Frage bitte. Ja, grüß Sie. Ich wollte, jetzt höre ich nichts, aber ist auch verstehe ich. Wir hören Sie, Herr Hilz. Wir hören Sie. Einfach bitte Ihre Frage. Ich wollte es mal zurückschrauben auf eine etwas andere Perspektive. Gibt es denn außer mir niemand, der Überzeugung ist, dass wir hier in relativer Freiheit leben? Die Aluhüte, die erzählen, flüstern mir dann, ja, du bist ja auch nicht frei, das ist alles Verschwörungen, die tun uns alle gängeln, aber ich darf hier sagen, was ich will, ich darf hier hinziehen, wo ich will, ich darf hier arbeiten, was ich will, ich darf hier schreiben, was ich will, ja. So. Und für diese Freiheit ist mir wichtiger als mein Leben. Und ich wollte die Frage stellen, ob es außer mir hier irgend noch einen zweiten gibt, der bereit ist, auf ein bisschen Wohlstand zu verzichten, um Stellung zu beziehen und nicht immer den Chamberlain zu machen, sondern auch mal zu sagen, hier, China gehört nicht in die WTO. China ist keine Marktwirtschaft. Taiwan ist ein Staat, ein Selbstständiger mit dem Recht, sich selbst zu verwalten und sich selbst zu regieren. Hongkong ist nach Vertrag immer noch ein anderes System und hat normalerweise schriftlich immer noch zugesichert seine Eigenständigkeit. Sind wir auf das Niveau einer, ist Europa eine 5-Euro-Hure geworden, ohne Gummi, ja, oder haben wir noch irgendein Bewusstsein unserer Grundwerte? Okay, Herr Hilz, danke für diese auch sehr klare Ausdrucksweise, die Sie benutzt haben. Also Sie wollten damit letztendlich fragen, ist Deutschland und sind Europa nicht zu devot gegenüber China im wirtschaftlichen Umgang? Und Herr von Marschall hat schon gezuckt, als wollte er darauf antworten. Ich habe sehr viel Sympathie für die Tendenz Ihrer Frage. Ja, Europa soll selbstbewusster auftreten. Wir sollen unsere Werte auch gegenüber China stärker verteidigen, stärker uns bemühen, sie durchzusetzen oder jedenfalls ihnen mehr Gehör zu verschaffen. Allerdings bei dem letzten Schritt, den Sie ansprachen, gehe ich nicht mit Ihnen. Also dass China deswegen in internationale Organisationen nicht gehöre oder dass man sie rauswerfen müsse oder wie auch immer. Ich fürchte, das hilft nicht weiter.